Hi! Hallo? Hallo? Auf welcher Seite lande ich, wenn ich hinstehe? Ah. Oh. Darf ich jetzt so nehmen? Hä? Hä? Wie bist du sofort tot, Alter. Hä? Wie bist du gestorben? Hallo Muchachos! Sinneschen, sei ganz herzlich willkommen und herzlich willkommen zu einer richtig beschissenen Folge Rainbow Six Siege Ranked. Unterwegs sind wir hier auf einer damals frustriert, heute rasiert Map zusammen mit Barbossa. Hallöchen. Hasimir, tu jetzt damit mich hier, Tamagotchi. Ja, wir haben eine Map vom 11.07.2016. Krasser XXL Motorradparcours, nur im Team schaffbar. Damals über eine Stunde, ja? 56 Minuten, aber wir schauen mal kurz rein. Ich glaube, gebraucht haben wir irgendwas mit 70, an die 70. 75 Minuten, also ungefähr eine 30-Minuten-Challenge an uns. Ab geht's. Ab geht's, auf geht's. Diesmal haben wir allerdings getunte Motorrads dabei, ne? Weil wir so selten mittlerweile Motorrad-Maps zocken und noch seltener dazu kommen, mal unsere getunten Motorräder zu benutzen. Haben wir sie jetzt dabei. Wir müssen ja mal ausfahren und sowas, ne? Ja. Aua! Dann haben wir die erste Wie ich gefahren bin, Bruder. Ich hab sogar First Try, Digga. First Try, Bruder. Ich glaube, der Sprung ist auch nicht so schwierig, oder? Hä, ja, voll schwierig. Brauchen wir schon Skills. Okay. Oh. Erinnerst du dich noch an den einen Sprung hier, wo der Punkt da oben an der Flamme war? Ja, ich glaube, die haben wir sogar damals gespielt. In damals frustriert, heute rasiert. Genau, die haben wir schon mal wiederholt. Digga, wieder Geisterfahrer hier. Wiederholt. Wiederholt. Aber bisher muss ich sagen, kommt mir die Map so nicht bekannt vor. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare hauen. Kennt ihr diese Map? Das dürfte 400 irgendwas sein. 68 war das, glaube ich. Also ganz am Anfang. Nicht. 4 Jahre schon alt. Franka Tobak. Egal, lass mich da ran hier. Wir müssen. Oh! Müssen wir da drauf? Was müssen wir machen, Bruder? Oh. Am Rand geht auch nicht. Oh. Bitte, nein, bitte. Auf der falschen Seite. Ich hab den Punkt nicht bekommen, Arschcreme. Ich bin genau unter durchgeflogen, Alter. Digga, mehr Speedy. Speedy Gonzales, was ist los? Ja, ich war einmal kurz zu hoch, da habe ich kurz nachgelassen und dann war es doch zu niedrig. Man kennt ihn. Aber gut, der Verkehr ist hier nicht gerade förderlich. Vor allem, wenn die Fahrzeuge... Ja, Marvin, du dreckiger Klaxigon. Deine Mutter bringt dich nicht um, ey. Ey, das wäre auch böse, wenn... Ey! Mich gerade umbringen. Hör auf. Ah ja, respawn, sehr gut. Digga, hier, was ist das, was für ein Verkehr? Die fahren alle auf der falschen Seite, ja, was ist los? Ich bin nicht so ein mieser Chaco wie du, ey. Ja, warum falsche Seite? Mir ist schon bewusst, dass das hier eine vierspurige Autobahn ist, ne? Also, Digga. Ja? Was ist los? Red doch einfach auch mal! Stehen, ey. Hä, warum? Hey! Du mieser Klaxigon-Verkäufer, Alter. Gib mir dein scheiß Motorrad. Dreh dich um, Alter, dreh dich um! Gib mir dein scheiß Motorrad! Digga, komm hierher, Alter. Scheiß komm Tränengranaten in deine Fresse, Alter. Aber fahr das Motorrad da jetzt wieder raus. Hauptsache, er blockt mich hier zweimal drin, lau mich jetzt voll, ey. Hey, was für zweimal? Ich war außen, du Lappen! Ich war nicht mal da drin! Ja, aber so davor, dass ich dodgen musste! So davor, dodgen, Gusti! Ah. Ja, ey! Was mit den Autos los? Fahr doch alle auf der anderen Seite, ihr Lappen! Das erste Mal, als Marvin noch nicht da war, bin ich da so smooth durchgekommen, Alter. Und seitdem bist du einfach so ein Cockblock. Ich bin noch Blackscreen des Todes. Ja, ich auch. Da haben wir eine richtig beschissene Folge GTA hier, Alter. Richtig beschissen. Und dazu kommt auch, dass die ganzen Autos hier falsch fahren, ey. Was ist los mit denen? Ja, er parkt hier einfach. Digga, endlich bin ich hier durch, ey. Endlich bin ich durch. Jetzt lass mich hier bitte. Na, ich hab's wieder nicht geschafft. Hä? Digga, wie viel Speed braucht man da? What the fuck? Wir haben schon die getunten Buddies. Wir hatten nicht die getunten im Original, ne? Nein, hatten wir nicht. Ich habe gerade noch versucht, an der Stange da drunter nochmal so einen kleinen Sprung zu machen. Du weißt, Wheelie dann nochmal. Digga, warum? Was ist das Auto da, Alter? Ja, hier vor, Bruder! Ja! Ey! Hier steht ein Auto drin, Bruder! Guck mal, ich hoffe, du bist tot, Alter. Ich hoffe, du bist tot, Lady. Guck mal, was ist das? Guck mal, das musst du da rausballern. Fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg, das muss weg. Ey. Jetzt sind die ganzen Scheißdinger da drin, ne? Warum? Hä, wer ist da drin? Die ganzen Wracks, oder nicht? Nee. Mach mal bitte auch dieses Auto weg, was da vor die ganze Zeit steht, dieses Lappenauto. Okay, ein Motorrad liegt hier noch von Marvin. Ich brenne. Ich brenne? Okay, so ist gut. Jetzt ja, auch den lappigen Chaco hier weg. Ja, und jetzt noch Marvin Cockblock. Ey,
Stell dich nicht wieder rein, Marvin! Lass es! Respawn jetzt! Ja, ich respawn. Okay, ich fahr wieder und hier sind gerade. Ja! Ich hoffe, es ist wirklich so, wie es bei mir gerade aussieht und das Motorrad liegt gerade wieder im Eingang. Hättest du so verdient, ey. Ey! 6,5 Stunden später. Okay, ich hoffe, dass das reicht hier. Ich hoffe, das reicht. Ja! Alter, viel zu hoch. Ja, viel zu hoch. Ich muss abbrechen und bin drin. Oh ja. Nein, da ist ein Bus. Oh ja, Digga, ich fahr weiter. Es steht gerade. Ich fahr weiter, Digga, ist mir egal. Ich hab keinen Bock mehr. Der Möwerich hat's auch, Digga! Da war eiskalt ein Bus gerade, genau vor der Scheiß, voll Scheiß Containern. Sehr gut, Digga. Hab's trotzdem geschafft. Bin stolz auf dich. Verfickter Profi, ey. Verfickter Profi. Digga, steig doch einfach auf hier. Ciao, Marvin. Oh, ey, was für ein Pain in the ass beim ersten Punkt hier schon. Oh, ist das nicht schön und angenehm? Oh, nächster Punkt. Eingesammelt. Wahrscheinlich war das letzte Mal auch gar nicht so einfach. Es steht 3-1, Dico, ne? 3-1. Ja? 3-1, du Laberkopf. 3-1. Also hör ja hier auf, mit irgendwas von Karma oder sonst irgendwas zu reden. Weil ich nicht sterbe, wenn du dich einfach nur in den Container stellst und da stillst. Da stillst, Digga? Sagen, bin ich eine Mutter und stille oder was? Also auf dich gewartet hier. Ja, bist du. Nein. Wir noch so. Das hat man flüstert davon erwartet auf ihn, ne? Nein. Hat man davon. Wo ist eigentlich mein anderes in dir gelandet? Ich dachte, sie wäre auf mir gelandet, aber scheinbar. Das sah für mich auch so aus, irgendwie haben sie es durchgeflogen. Ist gut, Bruder. Anscheinend. Oh, den hatten wir aber schon häufiger, den Sprung hier. Ja, der war easy. Und zwischendurch habe ich den nochmal verkackt, aber mit den getunten. Oh ja, Digga. Der alles ist ja überhaupt, ne? Tschüss. Ich glaube, Alter. Ja? Das wird hier ein 15-Minuten-Abriss. Ich glaube, das wird. Nein, ich bin falsch gefahren, Bruder. Nein. Oh, fuck, ey. Hier nicht richtig, oder was? Halt doch, da ist eine Rampe, doch. Ja, respawne, Digga. Nimm den Motorrad da weg! Tschu! Ich hab dir die Chance gelassen, oh, dass du vorbeiziehen konntest, ja? Oh. Ah, schade, ich wollte davor noch bremsen. Wir müssen das. Du musst komplett durch, ne? Hör, was? Nicht stehen bleiben. Nein! Vorbeigecrossed, Bruder. Hör jetzt auf mit Annehmungsminen, ja? Hör auf. Doch keins gemacht, Bruder! Ich sag's nur. Ja, er verdächtigt mich wieder, Alter. Ich muss einfach vorher schon sagen, nein. Ich muss sagen, es ist viel schwieriger. Deko. Ich hab's. Oh. Es ist viel schwieriger mit der getunten, weil man einfach fucking viel zu schnell ist, ey. Man ist teilweise zu schnell auf jeden Fall, ja. Wo muss ich jetzt? Muss ich hier hochkommen? Ich glaube, ich kann mich erinnern an den Bums hier. Ja, aber hier waren wir aber auch haben Arsch wir oft sogar, ne? Hier waren ja, wir richtig Arsch oft. Vielleicht ist es auch Einbildung. Aber wie kamen wir da? Kommt man da mit dem. Wir sind damals, ich kann dir zeigen, wie wir es damals gemacht haben, hier. Ich glaube, wir sind zurück auf das andere Haus hier, ne? Ja, und von dort dann. Verziehen Sie sich, Kev Potter. Hä, hey, spannen Sie sich, Senior. Deko versucht die Wand, wie ich das sehe. Also, ich habe das jetzt auch nur so gemacht, weil du es mir so gesagt hast, ne? Vielleicht. Ich habe es an der Wand häufiger probiert, aber da klappt es nicht. Und Daddy hat es! Aber wir können es ja mit der Bremstechnik hier eigentlich machen. Also eigentlich dürfte es ja auch. Ich hab's gerade versucht, ich bin um die halbe Höhe gekommen. Ich bin oben. Oh. Ich glaube, da haben wir damals länger für gebraucht. Ja, naja, ich bin noch nicht vielleicht oben, ne? Vielleicht. Ja, ich, Digga, bin oben an der Kante abgeprallt. Aber wir rasieren hier, Digga, unter 10 Minuten plus Troll, Alter. Was ist los? Oh nein, jetzt mega gerade fahren, Digga. Das kriegen wir doch nicht gebacken, ey. Wie geht der Lachs hier? Du hast gelogen. Ja. Hochgeschieden, Boxershort. So, und jetzt hier. Weiter. Schon wieder genau bis dahin. Mach's doch jetzt. Nein, da war eine Lücke. Soll ich's nochmal machen? Ich fahr jetzt nochmal da unten und dann verkackt die ganze Zeit. Ich hab's geschafft. Hey. Oh. Oh, Digga, geht's hier? Nein. Na, ey, ramm ich da nicht. Hä? Ich schaff's trotzdem drauf, ey. Nein, hab ich nicht geschafft. Und wieder. Ja. Und Boots Nummer 1. Nein, Boots den Nummer Schlong 2 nicht getroffen. Nein! Müsste doch eigentlich hier einfach nur diese gerade Linie sein, oder nicht? Ja. Schon wieder zur Seite. Ja. Jetzt. Oh ja, Brudel. Komm hierher, du Lappen. Oh, hi. Nein. Ah! Nein, das schaffst du doch, oder was? Oh.
LOL! Oh nein, da kommt wieder so ein Konzentrationsmüll, ey. Okay. Oh, und drauf. Gesicht kack. Oh, oh. Hey, geht doch! Du bist doch schnell hier, Bruder! Komm! I like. Will auf dein Gesicht kacken! Nenn mich Weihnachtsmann! Okay, einen haben wir, weiter geht's. Der Weihnachtsmann kackt den Hals, ne? Ja. Also glaube ich. Hat mir mal Rudolf erzählt. Okay. Deko, konzentrier dich jetzt hier. Jetzt wird's lustig. Oh, Digga. Wir haben's. 14 Minuten, was ist los, Bruder? Und ich glaube, das war's. Das war's jetzt. Nein, jetzt kam noch der krasse Weitsprung, Marvin. Digga, jetzt kommt erstmal so ein Toasty, Digga. Wie haben wir den damals denn hinbekommen? Bei Folge 400 wussten wir noch nicht annähernd, wie das funktioniert. Guck mal, dass das damals schon möglich war, ne? Diese ganzen Passen Techniken. Sie auf, fahren Sie langsam. Und es ist einfach nur 0,00001% der GTA-Spieler wussten, wie das geht. La, 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 la. Ja, wir haben es ja auch hinbekommen, ohne zu wissen, wie es geht. Also, es gibt ja auch noch 0,00001% der GTA-Spieler, die nicht wissen, wie es geht und trotzdem geschafft haben. Ja, das stimmt. Wieder aufsteigen und respawnen. Das wird jetzt interessant, Bruder. Jetzt heißt Passen es hier, Sie ne? Auf, fahren Sie langsam. Dann schaffen Sie es doch first try. Okay. Digga! Das wird, muy caliente, kann ich dir sagen. Muy caliente. Komm, komm, come on, come on. Come on, come on. Ah! Oh! Ah! Oh! Was? Ich will mich da einfach nur durchbacken. Ich will mich da nur noch durchbacken, Muchacho. Okay, es ist das Ding da hinten, aber wo war zum Henker die Rampe? Das will ich gar nicht richtig schaffen. Ich will es gar nicht richtig schaffen. Gab's da überhaupt eine Rampe? Oh! Doc, where's the point? There's the point. Oh, ich bin sogar durchgekommen, aber das war nicht smooth, deswegen respawn ich nochmal. Respawn man jedes Mal? Achso, dann. Okay. Okay, oh, jetzt ist er durch. Ich bin schon wieder durchgekommen, das war schon wieder nicht smooth. Machen wir es smooth oder? Ja, einmal noch. Wenn ich es dreimal schaffe. Ganz durch? Ja, ganz durch. Oh, Bruder! Jetzt habe ich es dreimal in Folge geschafft, jetzt nehme ich ihn. Ja, jetzt nehme ich ihn. Ja, ich bin hier in der Mitte stehen geblieben. Oh, hallo. Sollen hier warten, ein bisschen Smoke? Wieso steht hier ein Motorrad davor? Sieht einfach voll den Hype-Chakos, oder? Hi! Hallo? Hallo? Auf welcher Seite lande ich, wenn ich hinstehe? Ah. Oh. Darf ich jetzt so nehmen? Hä? Wie bist du sofort tot, Alter. Wie bist du gestorben? Komm, einmal noch hier, einmal noch. Jawohl! Oh, ich bin sogar ein paar Meter drauf geblieben noch. Ja, geil. Habe ich auch irgendwie geschafft, so ein paar Meter. Next point. Das sieht doch gerade super aus. Also bisher war ja noch nichts, wo ich sage, muy kaki. Na, es sei denn, man sagt, man will bei dem Toastsprung auf Motorrad draufbleiben. Da muss man dann ja diesen Mozzarella-Slider machen. Wie? Bruder? Wie? Achso, oh, hier ist die, da ist doch eine schöne Rampe. Wo ist eine Rampe? Also ein Gepäckband da. Ah, da! Oh, gut gesehen. Ja, war das hier? Also das wäre... Was ich würde versuchen. Oh, das ist aber nicht. Oh. Das sah jetzt das nicht ganz so. Das ist nicht so geil aus. Genug. Einmal mal abchecken hier. Irgendwas anderes noch auf die andere Seite. Hier hatten wir doch irgendwo eine Treppe. Hier oh! Irgendwie. Ich hab ihn! Digga, wie, genau die Treppe, die neben mir steht. Was für eine Treppe? Und damit dann Wheelie hoch. Genau vor der Wand nach oben. Digga. Nein. Komm, einer muss es sein. 4-2? Ja, beruhig dich. Beruhig dich bitte, ja? Ist ja nicht so, dass du was schon vorher schaffen musst. Nein. Jetzt, ja. Ach, man spawnt sogar direkt darauf zu. Ja. Geschafft? Free like the wind. Obwohl mein Motorrad da stand, ne? Obwohl. Komm, hinten noch mal hinterherballern. Komm. Irgendwas erwischen bei dir. Irgendwas erwischen. Komm. Ja, mein Hinterreifen ist weg. Geil. Hey! Warum bist du langsam, Bruder? Ist dein Vorderreifen auch weg? Nee. Aber Hinterradantrieb halt, ne? Aber jetzt. Jetzt ist dein Hinterreifen aber auch weg. Der müsste weg sein. Okay, jetzt kommt der letzte Sprung. Mein Reifen ist geplattet. Ich glaube, für den haben wir echt lang gebraucht. Ja. Und wir haben ihn nur geschafft, als wir uns gegenseitig Windschatten gegeben haben. Stimmt. Digga, mit kaputten Reifen, Bruder, mit kaputten Reifen. Bestimmt schaffst du das mit kaputten Reifen. Die haben noch so rumbaldowert, kriegt man mehr Speed. Ja! 4-3. Wobei, nur weil man mehr Speed, man häufiger den Lachs zieht zum. Ja, ich hab Windschatten, Alter.
Gib mir Windschatten, Bruder! Gib mir Windschatten, Bruder! Kriegst du schon die ganze Zeit? Ey, warum schießt du, du Lappen? Warum? Warum tust du mir? Full Speed, Marvin, Full Speed! Ja! Ja, ich... Hä, warum klatsche ich einfach nur gegen? Ja! Mit vollem Wheelie, ey! Das ist jetzt, glaube ich, nicht der Rede wert, oder? Muss ich nur auf hochspringen. Oh, ey. Ja! Warum? Warum? Und der Punkt der Landung! So eine schmutzige Kanne, Alter. Digga, sieh mal zu. Guck mal auf unten links, Marvin. Hey! Nein, Spaß. Ach, vielleicht doch. Digga, wie? Yo! Hast du gesehen? Nee, was denn? Hast du geschafft? Nein! Hast du es nicht gesehen, was da passiert ist? Nee. Ja. Ja, ich bin da. Ja, bestimmt bin ich da abgeprallt. Außerdem muss man sagen, ich habe die Map beim ersten Try, glaube ich, nicht beendet. Oh. Also, ich würde gerne schaffen, diese Mal. Ja, dann cruise rein. Das sieht aber nicht danach aus gerade. Hä? Was müssen wir da machen? Ja, da reinspringen. Ach so, hä? Und dann einfach weiterfahren? Ja. Okay. Oh. Und dann fahr mal. Warte hier. Das ist einfach, aber den nächsten Sprung habe ich gerade schon mal verkackt. Schon wieder verkackt! Da ist eine Lücke zwischen dem Container, der hochgeht, mit dem man da weiterfahren muss. Okay, aber man kann jetzt schon mal festhalten, wir haben die Challenge bestanden. Der eine cruist dann sofort Rin. Wir sind auf jeden Fall unter einer halben Stunde, haben wir easy geschafft. Hallo? Weiß nicht, ob ich hier irgendwie einmal Schwung holen kann. Was machst du? Okay, Leimann kann keinen Schwung holen. Wie sah das aus, ey? Dann versuche ich so ein bisschen nach unten rollen zu lassen, dann maximal einen Schwung mitzunehmen, aber it didn't work. Was müssen wir da jetzt machen? Ich würde jetzt drauf fahren und von dort dann springen. Warte mal. So, ich würde hier. Und das war. Okay, das war ja so ein schlechter Try. Okay. Also ich wäre jetzt hier so drauf gefahren, so schräg, weißt du? Ich ja, so gemacht, so. Ich roll durch. Und jetzt, okay, jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht wie du höchstwahrscheinlich. Nein, du kannst wieder anfahren. Wie hast du das gemacht? Mit Leertaste oder was? Ja, aber. Ne, ich hänge jetzt hier, Bruder. Ich hänge jetzt hier, Bruder! Hier nicht. Da fahre ich einfach nur ganz normal mit dem Wheelie auf. Wirklich? Ja. Ich benutze immer 8, wenn ich mich nach vorne lehne. Ja. Und ich bin drauf, Mann! Ja! Ja! Wow, wow. Es geht nicht. Ohne Scheiß. Ich mache immer ohne Wheelie jetzt. Ja. Hallo! Hast du's? Alter, wie? Wie random? Ich habe keine Ahnung wie. Ich weiß es nicht. Es war random, Bruder. Es war random. Hi! Ja gut, dann fahr rein, ist egal. Dann werde ich die Map wieder nicht beendet haben. Für mich ist es damals frustriert, heute blamiert. Es war ich muss Punkt, sagen, das tut aber, böse, Digga, es tut aber schon ein bisschen weh, dass ich die Map zweimal nicht beendet habe. Ne? das beendet gar nicht, weil wir drei sind. Jesus, wow, wow, Jesus, wow, wow, Jesus, du bist wunderbar. Ha! Siegelmann! Fick meine Eier, Junge! Alter, jetzt schon aufgegeben! Ich hatte schon aufgegeben! Junge! Ja. Damals frustriert, heute rasiert mit Schatzschuss! Ja! Doch noch geschafft, wer hat dieses Ende bitte erwartet? Daumen nach oben ballern und gerne weitere damals frustriert, heute rasiert Maps reinbrettern. Hashtag müssen. Wir haben es ja richtig geschafft, nur der letzte Punkt, der war etwas peinlich. Daumen nach oben ballern, bis dann reingehauen. Ey, ciao.